Jo, servus Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Es gibt wieder ein paar Sachen zu besprechen. Und das würde ich gerne mit euch durchgehen. Ja, also als allererstes, es kommt jetzt ja am Freitag der legendäre Dungeon raus. Und ich werde auch versuchen, alles, was ich ja in dem Dungeon mache, einfach aufzunehmen für euch. Ich werde halt keine Pilze ausgeben, ihr kennt mich, ja, für die Play unterwegs. Ja, und ich werde einfach versuchen, alles, also meine ganzen Free Tries aufzunehmen. Ich muss schauen, ob ich es schaffe, weil ich werde mir auch ab und zu einen Wecker stellen und dann irgendwie um gefühlt 3 Uhr morgens oder so aufwachen. Ja, das wird ein bisschen stressig werden. Aber ich denke, es könnte klappen. Ja, das werde ich dann irgendwie entweder alles zusammenschneiden oder ja, irgendwie mehrere Videos machen und dann einfach, ja, euch präsentieren. Das ist schon mal die erste Sache. Genau. Und übrigens, was haben eigentlich die drei Typis hier auf sich? Ja, bin ich auch schon gespannt. Dann gibt es noch eine Sache und zwar, was habe ich auch vorbereitet, genau. Mein Gewinnspiel endet auch am Freitag, Leute. Also es endet einfach dann, wenn ich das Video aufnehme und ja, wenn ich es aufgenommen habe, dann könnt ihr nicht mehr dran teilnehmen, logischerweise, weil dann habe ich schon aufgenommen. Dann ist es schon vorbei. Also, wenn ihr nicht wisst, was ihr tun müsst, um daran teilzunehmen, ihr müsst einfach ja, auf das Video klicken und einen Kommentar schreiben und dann seid ihr automatisch dabei. Und am Freitag ab 18 Uhr, also ihr könnt 3 50er Pilzcodes gewinnen von den Kommentaren und es gibt noch einen 100er Pilzcode zu gewinnen. Das, also den könnt ihr aber nur gewinnen in meinem Stream. Ich werde am Freitag auch streamen, ab 18 Uhr. Und während des Streams werde ich den verlosen. Auf Twitch. Hier ist mein Twitch-Link. Hier dann einfach draufklicken. Und ab 18 Uhr, ja, fange ich an zu streamen. Ich werde den Code erst ein bisschen später verlosen. Ich weiß noch nicht wann. Ich rechne mit so, ja, 20 Uhr sowas, denke ich mal. Das ist jetzt so ungefähr der Plan von mir. Ja. So sieht's aus. Ich bin gehypt auf den Dungeon, Leute. Ich brauche wieder ein paar neue legendäre Items. Vor allem, weil dieses Item hier, das nervt mich echt schon sehr, sehr lange. Das ist halt schon ziemlich outdated. Wenn man das mal vergleicht hier mit meinem besten Item, das war das hier, ne? Ja, fast, nee, sogar über 100 Punkte. Ja, eine Differenz, also 100 Punkte schlechter. Als mein bestes Item. 103 Punkte, das ist nicht so gut. So, dann geben wir mal der Hexe alles. Heute sind Schuhe dran. Auch ziemlich cool ist, hier, es gibt Glückstag. Also ihr könnt dann doppelt so oft beim Würfelspieler spielen und doppelt so oft beim Glücksrad drehen. Ich weiß, das kann nicht jeder machen, wegen der Werbung und so. Ja, da kommt noch irgendwann noch ein Guide von mir, wo ich ein bisschen euch helfe, viel Werbung zu bekommen. Auch wenn es für mich selber auch manchmal echt hart an der Grenze ist, jeden Tag 20 Mal zu drehen. Ja, und auch nochmal sehr cool, hier Hexentanz ist einfach nochmal. War ja schon letztes Wochenende beim Oktoberfest, aber jetzt ist es einfach nochmal. Und das hilft mir einfach auch nochmal sehr, meine ganzen Items hier nochmal loszuwerden. Das ist eine coole Sache. So, wir sortieren erstmal die Items wieder. Seid ihr ja gewöhnt von mir. Wir können die auch gleich mal hier bunkern. Dann habe ich mein eigentliches Inventar nicht so voll gemüllt. Genau. Die kommen hier raus. Ja, Leute. Ich habe gestern noch ein bisschen geschaut. Zwecks mein Ziel, die 8000 Base Stats. Und ich will ja noch nichts verschreien, aber ich denke mal, es wird nicht klappen. Liegt halt einfach daran, dass der Monat halt 30 Tage hat und nicht 31 Tage. Aber ich meine, ist ja nicht so schlimm. Ist halt, wir haben es versucht, ja. Und wenn der Monat hier 31 Tage hätte, dann hätten wir es auch geschafft. Und das werde ich auch im nächsten Monat versuchen. Beziehungsweise nicht im nächsten Monat, weil nächstes Monat werde ich ja meine Petfrüchte, ja, verwenden und umwandeln in Tränke und das wird halt das Ergebnis verfälschen.
Also es wird halt am nächsten, der nächste Monat, der 31 Tage hat. Und nicht jetzt der Oktober ist. Der wird das Monat sein, wo ich die 8000 Base jetzt erreiche. Jawohl. Aber ich habe schon geschaut, also ich bin echt sehr, sehr gut dabei. Also normalerweise bin ich mit dem Meister Eddie immer sehr, sehr ja, dicht auf. So 50 Skillpunkte immer trennen uns. Diesmal habe ich so 200 Skillpunkte mehr, also Base jetzt gemacht, ne? Versteht sich. Diesen Monat. Ja, ist halt echt ziemlich cool. Hat sich gelohnt, die Beutegold-Taktik und allgemein einfach das effizientere Spielen. Ja, da steigt man ordentlich auf. Ich habe auch schon ein bisschen ausgerechnet. Ich werde auch vielleicht noch so ein bisschen größeres Video dazu machen. Ich werde vermutlich dieses Jahr 90.000 Base-Stats erreichen, Alter. Also zusätzlich meine ich halt Base-Stats gained. Das würde ich mal sagen, ist eine ordentliche Hausnummer. Vor allem, das war ja, also 90.000 Base-Stats dazu gewinnen, das war ja das, was vorher die ganzen Spieler, die ganzen Top-Spieler in einem Jahr gemacht haben, als Top-Spieler. Auch Strider hat ja und dein Nachbar haben ja im letzten Jahr so 90.000 Base-Stats gemacht, obwohl dein Nachbar ja, ich glaube, noch einiges, ja, gebunkert hatte. Aber auf jeden Fall, ja, es war so, dass die Top-Spieler 90.000, 90 bis ja, 93.000, sowas, glaube ich, war es, Base-Stats gemacht haben. Und diesmal ja, kann ich das sogar schaffen, ja, weil der Progress einfach in Shakes mittlerweile schon so schnell ist. Aber dafür machen dieses Jahr die Top-Spieler ja dementsprechend mehr. Also die gehen jetzt auf die 100.000 Base-Stats zu. Das ist echt heftig, ja. 100.000 Base-Stats in einem Jahr dazu bekommen, das, ja, das würde ich auch gerne mal machen. So, wir können ja, wir können noch die Zeitmaschine holen. 55 Millionen. Ist halt auch echt interessant. Also ich glaube, die Zeitmaschine zählt echt nicht zum Gold-Event dazu. Weil, ihr habt ja gesehen, die, irgendwie einmal an einem Tag habe ich ja irgendwie nur 33 Millionen Gold bekommen. Das ist natürlich nicht die Menge. So, ich habe hier ordentlich wieder Lucky Coins. Weil bei mir hat es heute ein bisschen mit der Werbung ja, reingehauen. Und ich will Gold. Oh, zweimal Gold schon. Okay, ein paar Items. Ringe. Oh. Ja, da werde ich natürlich wieder mal live im Video ausgelockt. Passiert mir ziemlich oft mittlerweile. Ja. So, dann können wir noch einen Petkampf machen. Schleicher, Platz 1 Spieler. Der ist ziemlich hoch, oder? Ja, Platz 7. Dann gehen wir mal mit Feuer rein, damit das safe ist. Ich habe auch letztens mit Wasser, warte, nicht mit Wasser. Was war denn das? Alter, was ist los? Haben die selber schon wieder Probleme oder was? Ich habe letztens mit Feuer, glaube ich, war es, gegen Wasser gewonnen. Und beide hatten halt 4000 Level. Das war auch ziemlich interessant. Ja. Und übrigens, genau, was ich noch im Video erwähnen wollte. Hier. Wir greifen nicht mehr die Pantoffeltiere an. Weil einfach aus dem Grund, da wir einfach mittlerweile viel zu wenig Kampfbeteiligung haben in den Kämpfen. Ist jetzt 35, letztens hatten wir auch 30 und 31. Das ist viel zu wenig und ja, es bringt fast nichts mehr, die Leute hier zu motivieren. Wir warten alle nur mehr auf Server-Matches, also die letzten paar Spieler, die hier noch in der Gilde aktiv sind, die warten alle auf die Server-Matches, weil es bringt einfach gar nichts mehr. Ja, und es ist halt einfach so, wir sind ab und zu echt knapp am Verlieren. Was nicht daran liegt, dass wir die schwächere Gilde sind. Wir sind bei Weitem eigentlich sogar stärker als die Pantoffeltiere. Es ist einfach nur so, dass bei der Verteidigung jeder Spieler von der Gilde, die angegriffen wird, mitmacht. Aber halt die Spieler, die sich nicht aktiv zur Verteidigung melden, fangen halt an im Kampf mit der Hälfte ihrer Erfahrung, ja. Ich weiß nicht, habe ich dann noch so einen Kampf mit Pantoffeltiere? Nee, das sind meine ganzen Arena-Kämpfe fürs Beutegold wieder. Die überschreiben das immer. Ja, aber diesmal greifen wir hier die schwarze Sichel an, weil das ist halt ein Safe Win dann. Und wir verlieren ja halt doch nichts. Ich glaube, man kann es eh sehen, ne? die fangen an, ist sogar unter der Hälfte. Normalerweise sollte das doch die Hälfte sein hier, ne? Irgendwie, wenn manche Spiele fangen mit
unter der Hälfte an. Das ist ein bisschen komisch. Nochmal kurz schauen, weil das interessiert mich gerade. Ja. Also ich hoffe, dass dieses Jahr noch die deutschen Welten fusioniert werden, obwohl ich echt nicht mehr dran glaube, weil ja, irgendwie braucht Playa jetzt auch schon wieder richtig lang für die dritte Fusion. Normalerweise, ganz ehrlich, die könnten noch, die ersten beiden Fusionen haben doch super geklappt, so. Die könnten doch eigentlich jetzt durchrattern mit den Fusionen. Eine nach der anderen, aber nee. Es muss alles, ja, ganz, ganz lange dauern. So wie die deutsche Bürokratie. Man ist es gewohnt. Egal. Ja, Leute, das waren die zwei Themen. Legendäre Dungeon, da gibt's Content von mir dann. Ich zeige euch, wie ich den durchratter. Hoffentlich habe ich Glück. Und halt hier meine Gilde. Ja, wir greifen nicht mal die Kartoffeltiere an, weil es ist einfach unnötig risky. Leute, Freitag kommt das Video. Gewinnspielauflösung. Viel Glück an euch. Macht mit. Und das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Video. Ciao.